Also unser Saisonziel kann angesichts der Tatsache, dass wir in diesem Jahr einige gute Leute verloren haben und die Neuzugänge, die wir bekommen haben, aus den unteren Klassen rekrutiert wurden. Auch die Tatsache, dass wir in den Vorbereitungsspielen uns bisher sehr schwer getan haben, zeigt mir, dass es eine schwere Saison wird. Das ist aber auch keine besondere Erkenntnis, das war uns klar. Wir müssen einfach auch mittlerweile dem Rechnung tragen, dass unsere Rahmenbedingungen, die bei uns herrschen, einfach nicht so richtig konkurrenzfähig sind. Kein Kunstrasenplatz im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Vereinen haben wir nicht zu bieten. Das hält auch einige Spieler davon ab, zu uns zu kommen. Also es wird schwierig. Ich denke, ähnlich schwierig wie im letzten Jahr, wenn nicht sogar noch schwieriger. Darauf haben wir uns aber eingerichtet, darauf sind wir eingestellt und würde uns nicht aus der Bahn werfen, wenn wir unten spielen. Wir wissen das. Unser Versuch jetzt wird sein, einfach aus dieser Mannschaft, mit dieser Mannschaft, es zu schaffen, dann doch eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzukriegen, die in der Lage ist, eben den vielen, vielen starken Gegnern, die wir in der Liga zu erwarten haben, Paroli zu bieten. Und dann müssen wir gucken, was wird. Also jetzt im Moment ist die Prognose nicht besonders positiv, aber wir haben das ehrgeizige Ziel, ich sag mal, allen Unkenrufen zum Trotz doch nochmal die Klasse zu halten.